Als ich langsam wieder wach würde, dröhnte mein Kopf, als stünde ein Presslufthammer direkt neben mir. Ich richtete mich mit einem leisen Stöhnen auf, hielt mir den Kopf und konnte im ersten Moment gar nicht erkennen, wo ich war oder an welchem Ort ich mich befand. Zu meiner Verwunderung lag ich sehr weich, hatte ich doch mit dem nackten Boden gerechnet. Vielleicht war Jason so geistesgegenwärtig gewesen, mich auf seine Decke zu legen, oder er hatte doch noch die eine oder andere gemütlichere Decke gefunden, auf der ich liegen konnte. Es war schön weich und fühlte sich gut an. Erst ein leises Klingen riss mich aus dem Dämmerschlaf. Sofort schreckte ich hoch, doch mein Blick war so verschwommen, ich brauchte ein paar Sekunden, um die Umgebung, in der ich mich befand, klar erkennen zu können. »Na, bist du endlich wach?« hörte ich eine warme, sanfte Stimme. Eine Stimme, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Mein Blick suchte nach dem Mann, der mich angesprochen hatte, doch erst als er aus dem Schatten des Zimmers auf mich zutrat, merkte ich ihn. Ein junger Mann, ungefähr Mitte bis Ende 20, stand vor mir mit braunen Augen und einem sehr warmen Blick, den er auf mich gerichtet hatte. Erst jetzt erkannte ich, was jedem anderen wohl schon auf den ersten Blick aufgefallen wäre. Das Haus, in dem ich war, schien in keiner Art und Weise verrottet zu sein. Der Boden war aus frischem Holz, die Wände mit dünnem Papier überzogen, wo bei mir nur Fetzen hingen. Und doch, es gab keinen Zweifel daran, ich befand mich im Haus meiner Großeltern. Direkt nebenan müsste die Küche sein und ich konnte durch die offene Schiebetür in den gepflegten Garten sehen. Was war denn hier nur los? »Geht's dir nicht gut?«, wollte der junge Mann wissen, ehe er auf mich zukam. Sofort war mein Blick wieder bei ihm und ich musterte den gut aussehenden Kerl. Eine großgewachsene Gestalt mit leicht breiten Schultern, für einen Mann aber immer noch sehr zart und zerbrechlich gebaut. Hellweiße weiße Haut, fast wie aus dem gleichen Papier, mit dem die Tür bespannt war. Braune Augen und schwarzes Haar, die er sich zu einem kurzen Zopf zusammengebunden hatte. Auf den rosigen Lippen lag ein so warmes Lächeln, dass mir Schauer über den Rücken liefen. Sein eher weich gebauter Körper hatte er in einen hellen Yukata gehüllt, was seinen schmächtigen Körper und die weichen Hüften nur noch mehr betonte. »Wo bin ich?«, brachte ich schließlich doch hervor, nachdem sich für mindestens 10 Minuten ein gespenstisches Schweigen zwischen uns ausgebreitet hatte. »Wer war er? Und wo war ich?« Schauer liefen mir über den Rücken und je mehr Zeit ich hatte, um mich in diesem Haus umzusehen, umso sicherer wurde ich, dass ich im Haus meiner Großeltern war. Der junge Mann ging auf weißen Socken an mir vorbei, schob die Tür weiter auf und sah in den Himmel. Ein paar Sekunden lang verlor sich sein Blick in den Sternen, was ihn noch perfekter wirken ließ. Als er meine Augen sah, zuckte ich zusammen. Wie konnte ich sowas nur denken? Ich befand mich in einer Situation, die ich kaum beschreiben konnte, und machte mir Gedanken darüber, wie gut der Kerl da aussah. Es war ja gut möglich, dass er im nächsten Moment ein Messer herausholte und mich umbrachte. Doch der Fremde war so verträumt, beinahe in einer anderen Welt versunken, dass ich ihm nichts Böses mehr zutrauen konnte. »Mein Name ist Kyosuke. Du befindest dich im Hayan-Anwesen. Ich fand dich in der Küche, ohne Bewusstsein. Da dachte ich mir, es wäre besser, wenn ich dich auf meinen Futon lege und du dich erholst.« Ruhig drehte er sich wieder zu mir und ich versank in den braunen Augen, die mir vom ersten Blick an den Verstand raubten. Ich sollte nicht hier sein. Das war mir vom ersten Moment an klar. Das hier war das Anwesen meiner Großeltern, daran gab es keinen Zweifel. Aber was machte ich hier? Wie war ich hierher gekommen? So viele Fragen und ich konnte einfach keine Antworten finden. Noch immer sprachlos über das, was mit mir geschah, konnte ich kaum auf das reagieren, was der Mann vor mir sagte. »Wie heißt du? Und wie bist du auf einmal in der Küche aufgetaucht?«, wollte Kyosuke von mir wissen. Eine durchaus legitime Frage, wenn man bedachte, dass ich einfach in seiner Küche gelegen hatte. »Ich bin Aoki«, flüsterte ich leise. »Und ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin.« Es wurde Zeit, diesem Mann alles zu erzählen, auch wenn mir davor graute. Die Geschichte war doch viel zu fantastisch, als dass er mir glauben konnte. Trotzdem sah er mich so aufmerksam an, als würde er nicht zulassen, dass ich ihm meine Geschichte verheimlichte. Einen Moment blieb ich noch ruhig, dann nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und berichtete ihm von allem, was ich wusste, auch wenn das zugegebenermaßen verdammt wenig war.
Schweigend lauschte mir Kyosuke bis zum Ende meiner Geschichte, in der ich von meinem eigenen Herd angegriffen und niedergestreckt wurde, ehe ich hier erwachte. Zu meiner Verwunderung schien die ganze Geschichte für Kyosuke überhaupt nicht weiter erstaunlich zu sein. Es war, als hörte er sie nicht zum ersten Mal, was mich recht verunsicherte. Vermutlich kannte er meine Familie besser als ich, wurde doch von meiner Seite her ständig das Tuch des Schweigens über meine Großeltern gelegt. Einen Moment schwieg Kyosuke, ehe ein leises Seufzen seine Lippen verließ. Ich denke, es hat einen guten Grund, warum du hergekommen bist. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und gehe davon aus, dass alles einen Sinn hat. Und wenn du so eine weite Reise auf dich nimmst, dann bist du wohl derjenige, der gekommen ist, um alles zu verändern. Um diesen Fluch von uns zu nehmen. Fluch? Also das ging dann doch ein wenig zu weit. Musste ich mich damit abfinden, dass ich mich in einer Zeit befand, die nichts mehr mit meiner zu tun hatte? Oder war ich in einem Paralleluniversum? Benommen raufte ich mir die Haare. Was meinst du damit? Ich bin doch in keinem Fluch gefangen, oder? Und wenn ja, was habe ich damit zu tun und wo bin ich hier? Das ist das Anwesen meiner Großeltern, keine Frage. Aber in welcher Zeit? Ich bin doch mit Sicherheit nicht mehr in meiner Zeit. Meine Stimme klang weinerlich. So elend wie in diesem Moment hatte ich mich auch noch nie gefühlt. Jedenfalls konnte ich mich nicht daran erinnern. Kyosuke lächelte und sah mich an. Wir befinden uns in einer Zeit weit vor deiner. Ja. Ein Mann namens Ieyasu hat erst vor wenigen Tagen verkünden lassen, dass die neue Hauptstadt in einem unbedeutenden Fischereihafen in Edo liegen soll. Dort hatte die Regierung errichtet, um sie weit weg vom Kaiserhof ansiedeln zu können. Sofort fing mein Wissen über japanische Zeitgeschichte an, in Wallung zu kommen. Ieyasu war mir natürlich ein Begriff, ebenso wie Oda Nobunaga und Toyotomi Hideyoshi. Befand ich mich wirklich in der Edo-Zeit? Wie war ich hierher gekommen? Und was sollte ich hier? Und was meinte der Kerl denn nur mit einem Fluch? Allein von den ganzen Informationen wurde mir schwindelig. Das ist ein bisschen viel, gestand ich leise, auch wenn es mir unangenehm war. Gerade vor ihm wollte ich keinerlei Schwäche zugeben. Besorgt musterte mich Kyosuke. Ich mach dir einen Tee, warte hier, ich bin gleich wieder da. Wie sollte ich denn gehen? Ich wusste ja nicht einmal, wie ich hergekommen war, was eine Rückkehr nicht gerade leichter machte. Mein Herz hämmerte wild in meiner Brust, während mein Kopf total damit überfordert war, das alles noch zu verarbeiten. Was passierte hier? Was war hier los? Wie war ich hierher gekommen? Und was viel wichtiger war, wie kam ich wieder nach Hause? Wenige Minuten später kam Kyosuke mit einer Tasse Tee wieder, die er mir reichte. Ich sollte dir wohl ein wenig mehr über mich erzählen, meinte er lächelnd. Ich denke, du hast viele Fragen. Meinen Namen habe ich dir ja bereits genannt. Ich stamme nicht aus deiner Familie. Vor wenigen Jahren heiratete meine Schwester einen Vorfahren von dir. Da ich ihr einziger noch lebender Verwandter war, bat sie mich darum, mit ihr hierher zu kommen, und so zog ich in dieses Anwesen. Ich bin Schriftsteller und verdiene nicht viel Geld, daher bin ich für jede Hilfe meines Schwagers dankbar. Dabei musste er selbst sehr leiden, verlor er doch in dem Jahr, in dem er meine Schwester heiratete, seinen Vater an eine unheilbare Krankheit. In seiner Trauer berichtete er mir, dass wohl ein Fluch auf seiner Familie liegen würde. Er beschrieb es, als würde das Haus ihm seine Lebensenergie entziehen und damit jedes männliche Mitglied der Familie weit vor seiner Zeit dem Tod begegnen lassen. Was um alles in der Welt war das denn für eine Geschichte? Kyosuke sah mich abwartend an, doch ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es jemals jemanden gegeben hatte, der mit mir über einen Fluch gesprochen hätte. Allerdings musste ich auch zugeben, dass niemals jemand mit mir überhaupt über die Geschichte meiner Familie gesprochen hätte. Ein Fluch? Aber wer hat hier denn jemanden verflucht? Flüsterte ich leise. Mittlerweile war mir sowieso alles egal. Innerlich beschloss ich nämlich, dass alles eine Art Fiebertraum war. Bestimmt war ich bei meinem Sturz doch irgendwo mit dem Kopf aufgeschlagen oder hatte das vom Feuer ein wenig mehr abbekommen, als ich im ersten Moment erwartet hatte. Jedenfalls konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich in einer Art Zeit gereist war, um einen Fluch von meiner Familie zu nehmen. Und der Mann vor mir wirkte eher wie die Manifestation aus meinen erotischen Träumen. Nun war wohl auch Kyosuke überfragt, denn er zuckte nur leicht mit den Schultern. Weiter hat mein Schwager nicht mit mir gesprochen.
Ich weiß nur, dass auch der Mann meiner Schwester langsam schwächer wird. Mich selbst scheint diese Krankheit jedoch nicht erfasst zu haben, obwohl ich nun auch schon eine ganze Zeit lang hier lebe. Meine geliebte Schwester ist sehr besorgt um ihn, wo sie doch gerade sein Kind unter ihrem Herzen trägt, ist jede Aufregung für sie alles andere als vorteilhaft. Die Sorge um ihren Mann lässt sie nachts nicht mehr schlafen, sodass ich mich mittlerweile um beide sorge. Aber wie soll ein Haus einem Energie abziehen können? Und vor allen Dingen warum? Ginge man davon aus, dass dieses Haus wirklich einem Fluch erlegen war, musste doch jemand diesen Fluch ausgesprochen haben. Nur wer? Und bedeutete das dann wirklich, dass ich früher oder später auch von diesem Fluch ergriffen würde? Kyosuke musterte mich etwas, ehe er sich zu mir auf den Boden setzte. Für dich ist das alles bestimmt zu viel, flüsterte er leise. Seine warme Stimme ließ mich erschauern, was ich kaum von mir kannte. Natürlich war ich mir bewusst, dass ich mit Frauen nicht viel anfangen konnte und mich eher zu Männern hingezogen fühlte. Daher war es doch nur logisch, dass ich in Kyosuke jemanden sah, der nicht real sein konnte. Vielleicht eher meinen Fantasien und den einsamen Nächten in meinem Bett entsprungen war. Noch immer davon überzeugt, dass ich einfach nur einen an den Kopf bekommen hatte, überlegte ich gar nicht weiter, ob Kyosuke real sein konnte, ebenso wie das, was er mir erzählte. Aber wenn dieser Fluch real ist, gehen wir einfach nur mal davon aus, es ist so. Dann muss es doch jemanden geben, der meine Familie verflucht hat. Und offenbar nur die männlichen Mitglieder. Darüber muss man doch das irgendwas finden können. Gibt es nicht sowas wie eine Art Familienchronik? Vielleicht war Kyosuke auch jemand, der mir von meinem Unterbewusstsein geschickt wurde. Es konnte doch sein, dass ich in einem Streit meiner Großeltern mit meiner Mutter von diesem Fluch etwas gehört hatte und mich jetzt halbwegs daran erinnern wollte. Und um das alles zusammensetzen zu können, war Kyosuke doch geradezu perfekt. Erstaunt sah mich der junge Mann an, ehe er die Stirn in Falten legte. Und ich war ein wenig neidisch, denn selbst diese Geste entstellte ihn nicht. Benommen fuhr ich mir durch die Haare, denn ich wollte mir nicht anmerken lassen, was ich für Gefühle bekam, die offenbar er in mir weckte. Nun, ich weiß nicht, ob es etwas gibt, das über deine Familie niedergeschrieben wurde, aber man kann danach suchen. Du in deiner Zeit und ich werde in meiner Zeit danach suchen. Sollte ich etwas finden, dann... Nun, gehen wir davon aus, wir befinden uns in dem gleichen Anwesen, murmelte er vor sich hin, während ich langsam immer mehr den Faden verlor und ihm kaum noch folgen konnte. Was plante der Kerl? Langsam erhob er sich, huschte in eine Ecke des Raums, wo er sich wieder hinkniete und eine lose Dilo anhob. Hier, sollte ich etwas finden, werde ich es genau hier verstecken. Und du solltest es in deiner Zeit finden können, oder nicht? Ich denke, wir sollten es einfach probieren. Es klang, als würde ich zurückkehren können, um ihm davon zu berichten. Ich war mir immer noch sicher, dass nichts davon real war. Also brauchte ich mir doch auch keinen Kopf darüber machen, ob sein Plan funktionierte. Ich denke, wir können es versuchen, murmelte ich leise. Aber Kyosuke, glaubst du wirklich daran, dass ich mich in deiner Zeit befinde? Irgendwie denke ich ja immer noch, dass ich einfach einen zu sehr an den Kopf bekommen habe, als der Herd explodiert ist. Wieder traf mich sein warmes Lächeln, welches durchaus in der Lage gewesen wäre, Polkappen zum Schmelzen zu bringen. So war ich doch nicht. Ich war doch nicht so, dass ich mich ständig in der Schönheit eines Menschen verlor. Aber Kyosuke war einfach unbeschreiblich und von einer Anmut, die seinesgleichen suchte. So hatte ich mich bisher noch nie gefühlt, aber meine Empfindungen ließen sich auch nicht weiter kontrollieren, egal wie sehr ich es auch versuchte. Offenbar störte es ihn auch überhaupt nicht, dass ich ihn für ein Wesen hielt, welches nicht existierte. Du siehst es also so, dass du mich nur erträumst? Nun, es wäre durchaus möglich. Kann man denn so genau sagen, wer von uns real ist und wer nicht? Ich weiß nur, dass du auf einmal in meiner Küche lagst. Weder woher du kommst, noch ob ich dir die Geschichte, dass du aus der Zukunft kommst, glauben kann. Aber habe ich eine andere Wahl? Du bist hier. Das ist alles, was ich zurzeit nicht leugnen kann und was ziemlich real wirkt. Es kann genauso gut sein, dass ich mich ebenfalls gestoßen habe und du nur eine Fantasie von mir bist. Oder ich verfalle langsam dem Wahnsinn, von dem das gesamte Haus erfasst wurde. Denkst du nicht, auch sowas wäre möglich? Natürlich war auch das möglich. Irgendwie war alles möglich. Aus seiner Sicht gesehen gab es auch irgendwie sogar Sinn. Selbst wenn es mir nicht gefiel. Der Gedanke, ich könnte nicht real sein, gefiel mir nämlich gar nicht. Aber ich wusste doch, dass ich real war. Langsam tat mir der Kopf weh. Und seufzend schloss ich meine Augen. Ich denke, das führt zu nichts, wenn wir uns darüber unterhalten, wer von uns nun real ist und wer nicht.
zustimmend nickte Kyosuke, ehe er doch noch eine weitere Möglichkeit in den Raum warf. Und was, wenn das Anwesen dich in diese Zeit gebracht hat, damit du etwas an dem Fluch änderst? Oder aus einem anderen Grund? Das wäre doch genauso gut möglich, oder? Es gab so viele Möglichkeiten, dass mir langsam aber sicher davon der Kopf platzte. Was auch immer nun der wahre Grund war, ich konnte nur hoffen, ihn bald zu finden, damit ich wieder nach Hause konnte. Kyosuke musterte mich etwas, ehe er an die Tür zum Garten ging und lächelte. Lass uns einen kurzen Spaziergang machen. Ich denke, der Garten in dieser Zeit sollte dir gefallen, flüsterte er leise. Seine Füße schienen sich in Zeitlupe zu bewegen, was mir schon wieder einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Was war denn nur los mit mir? In dem Moment, in dem er den Raum verließ, fühlte ich mich, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Das Windspiel schien mir lauter als vorher und mir wurde schwindelig. Geh nicht, flüsterte ich leise, streckte meine Hand nach Kyosuke aus und fühlte mich doch, als könnte ich meinen eigenen Körper nicht mehr bewegen. Schwer wie Blei fiel meine Hand sofort wieder runter, nachdem ich sie auch mal angehoben hatte.